Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung von DSTV. Mein Name ist Emma Stabel. Die Terroranschläge auf den Flughafen und die Metro in Brüssel haben uns nur wenige Monate nach dem Terror von Paris erneut vor Augen geführt, wie fragil die Sicherheitslage in Europa mittlerweile geworden ist. Mehr als 30 Menschen wurden bei den brutalen Attentaten islamischer Extremisten durch Splitterbomben getötet. Weit über 200 Verletzte sind zu beklagen. Alle drei Tatverdächtige sind polizeibekannte Migranten. Der islamistische Terror ist mit voller Wucht zurückgekehrt. Aber noch immer weigern sich die politisch Verantwortlichen, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, warnt, auch deutsche Städte werden von den Dschihadisten nicht verschont bleiben. Wir haben mit einem Augenzeugen des Anschlags auf den Brüsseler Flughafen gesprochen. Sie sehen im Folgenden seine Schilderung, wie auch eine politische Bewertung des Publizisten Jürgen Gansel. Dieser zählt zu den profiliertesten Islamkritikern der deutschen Rechten. Am 22. März ließen islamistische Attentäter gegen 8 Uhr morgens mehrere Sprengsätze am Flughafen Zaventem und im U-Bahnhof Malbeek in Brüssel hochgehen. Wir haben einen Augenzeugen des Anschlags am Flughafen getroffen. Rob Verreiken ist Flame, lebt in Brüssel und arbeitet im Europaparlament und wollte an diesem Tag mit seiner Lebensgefährtin und seiner Mutter nach Dublin fliegen. Nur durch einen glücklichen Zufall kam die kleine Reisegruppe später als erwartet an, was Verreiken und seinen Angehörigen möglicherweise das Leben rettete. Wir hatten in das Verkehr nach dem Flughafen einige Minuten Verspätung und wir sind dort angekommen. Und sofort, wann wir mit unserem Gepäck aus dem Bus gestiegen sind, hat es dort eine riesen Explosion gegeben. Und dann habe ich sofort gesehen, dass es so eine Welle von Staub gab, die in unsere Richtung kam. Dann habe ich sofort gesagt, das ist hier ein Terroranschlag, wir müssen uns verstecken. Nach der Detonation bot sich Rob Verreiken ein schreckliches Bild. Sein Erfahrungsbericht dokumentiert die Skrupellosigkeit der Täter. Nach einigen Minuten war dann klar, dass es beendet war. Und dann haben die Leute angefangen, die natürlich in das Gebäude waren, auf das Moment von die Attentat, die sind dann herausgekommen. Diese Menschen waren natürlich ganz in Schock. Das Staub war überall an die Kleidung. Es gab auch Flecken mit Blut. Und ja, dann versucht man natürlich sofort zu tun, was man tun kann. Das ist nicht so viel. Ich habe angefangen, einige Gespräche anzuknüpfen mit diesen Menschen, auch um zu vermeiden, dass die wirklich in Schock gehen sollten. Ich habe dann zum Beispiel geredet mit einem Mann. Es war ziemlich kalt draußen, der hatte keine Jacke mehr. Dann habe ich ihm angeboten, um eine Jacke von meinem Gepäck draus zu holen. Das hat er dann sehr freundlich verweigert. Aber dann hat er erzählt, er hatte seine Jacke genützt, um ein sterbendes Opfer abzudecken. Der Mann hatte das Blut noch auf seine Hände. Und der Mann war dort mit drei kleinen Kindern. Der Älteste war 8 Jahre. Die haben drunter gestehen. Das ist unfassbar. Meine Freundin, die ist Krankenschwester, Krankenhelferin, die hat dann eine Frau geholfen, die sehr hart geblutet hat auf dem Rücken. Und meine Freundin hat mich sofort gesagt, das ist etwas sehr merkwürdig, weil das ist eine sehr kleine Verwundung. Aber es kommt sehr viel Blut raus. Ich habe so den Eindruck, es steckt noch etwas drinnen. Und später haben wir dann gehört, dass diese Muslimterroristen, dass die Nagelbomben genutzt haben. Für unseren Gesprächspartner ist angesichts der Vorgehensweise klar, wie die Selbstmordattentate zu bewerten sind und welche Antwort darauf erfolgen muss. Das ist hier Krieg. Und die sagen, das ist übertrieben, die waren nicht dort in die Flughafen. Das ist wirklich Krieg hier. Und unserem Feind, es ist nicht so, dass er Intoleranz will, dass er Hass will, dass er uns spalten will. Nein, der Feind will uns töten. Und das ist in jedem Krieg so. Und die einzige Lösung ist, dass unsere Armee, dass unsere
Militär unsere Feinde tötet. Das ist, worum es geht im Krieg. Doch wer sind, unabhängig von den Einzeltätern, die Verantwortlichen für den Islamterror, der Europa erneut heimgesucht hat? Verreiken nennt sie ohne Umschweife. Die Verantwortlichen für diesen Attentat sind natürlich die Muslimterroristen. Aber es sind auch diese blöde traditionelle Politiker, die in die vergangenen 30 Jahre alle ihre Energie genützt haben, um die Patrioten in Westeuropa zu bekämpfen. Und die gleichzeitig gesagt haben, dass all diese Dschihadisten, Islamisten, Salafisten, Wahhabisten, wie man es auch nennen will, dass man das alles akzeptieren muss, weil wir sollen weltoffen sein, wir sollen tolerant sein. Toleranz ist tödlich, wenn man tolerant ist für diese Leute. In dieser Einschätzung stimmt unser Augenzeuge Rob Verreiken mit dem Redakteur der Deutschen Stimme und Pressesprecher der NPD Sachsen, Jürgen Gansel, überein. Nach den Terroranschlägen von Brüssel konnte man wieder einmal, wenn auch leiser als sonst, die Stimmen der ewigen Islamversteher vernehmen, die behaupten, die Terroristen würden die Quelle des Islam, den Koran, nur missdeuten. Wahr ist jedoch, dass sie viele Aussagen dieser Schrift nur allzu wörtlich nehmen. Der bekannte Islamkritiker Hamed Abdel Samad weist darauf hin, dass es im Koran über 200 gewalt- und kriegsverherrlichende Passagen sowie 25 direkte Tötungsbefehle von Allah gibt. Es bleibt unbestreitbare Tatsache, dass nicht jeder Moslem ein Terrorist ist, aber fast jeder Terrorist ist eben ein Moslem. Die deutsche und europäische Politik muss die richtigen Antworten auf den Terror von Brüssel finden. Und diese können nur in der Sicherung der Außengrenzen und einem sofortigen Stopp der Invasion aus dem arabischen und nordafrikanischen Raum in einem konsequenten Kampf gegen Islamisierung und Islamismus liegen. Wollen wir morgen nicht in einem fremdbestimmten und totalitären Kalifatstaat namens Eurabia aufwachen, müssen wir heute unsere eigene Kultur und Lebensart offensiv verteidigen. Brüssel war ein erneuter Weckruf, der die Politik dazu bewegen sollte, endlich zu handeln, um den Schutz der eigenen Bevölkerung zu gewährleisten. Die sogenannte Willkommenskultur ist gescheitert. Liebe Zuschauer, meinen auch Sie, dass mit der massenhaften illegalen Einreise von Migranten endlich Schluss gemacht werden muss, um die Terrorgefahr nicht noch weiter anwachsen zu lassen? Sind auch Sie für durchgreifende Maßnahmen, um den islamistischen Terror zu stoppen? Dann unterstützen Sie unsere journalistische Aufklärungsarbeit. Entweder mit einem Abo der Deutschen Stimme oder einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Wir machen Druck, damit die Politik endlich handelt. Ich verabschiede mich. Bis nächste Woche. Passen Sie gut auf sich auf. Ihre Emma Stapel.